Hey Leute, was geht? Plunzen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 19. Und heute ist es mal wieder Zeit für einen Food Draft, denn davon habe ich bisher in FIFA 19 erst ein bis zwei Stück gemacht. Die haben Bock gemacht. Ich konnte neue Spieler testen. Es gab geile Rewards. Und jetzt ist noch was Neues am Start in den Drafts, denn man konnte am Anfang von diesen FIFA-Teilen in den Draft-Teams keine Ikonen bekommen. Keine Ahnung, warum EA das deaktiviert hat. Und jetzt, seit ein paar Wochen, sind die Ikonen in den Drafts am Start. Das heißt, ich werde heute versuchen, die ein oder andere Ikone in mein Team zu bekommen. Im besten Fall einen Roberto Carlos, einen Best, einen Henri oder so. Geile Spieler, die ich selber an diesem FIFA-Teil noch nicht gespielt habe. Und die möchte ich hier heute auf jeden Fall testen. Also, mein Ziel ist es, ein geiles Draft-Team aufzubauen und zumindest eine Ikone drin zu haben. Wenn ihr Bock habt, dass ich öfters mal wieder Draft zur Abwechslung hochlade, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr das gerne seht. Und wir gehen rein. So, die Teilnahme gönnen wir uns mit FIFA-Points. Da habe ich nämlich noch den einen oder anderen Point am Start. Und dann haben wir hier unsere Formationen, zwischen denen wir wählen können. Und jedes Mal, wenn bei Draft die 4-3-3 vorgeschlagen wird, dann nehme ich die 4-3-3 auch mit. Ist zwar die defensive Version davon, die ich am wenigsten mag, aber zumindest ist es überhaupt die 4-3-3-Formation. Manchmal hat man hier ja nur 5er und 3er Ketten. Das feiere ich gar nicht. Und ab geht's. Der Captain kann direkt eine Ikone sein. Ich weiß nicht, wie selten die Ikonen hier sind, aber ich hoffe, wir kriegen eine. Ab geht's. Seedorf direkt als Captain. Let's go. Icon Draw Challenge direkt gepackt. Erstes Drop, erster Spieler, erste Ikone, Seedorf 91, habe ich noch nicht gespielt, will ich testen. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot, geile Stats, Junge, der spielt bei uns im ZOM. Und jetzt geht es nur darum, um ihn herum eine freshe Mannschaft zusammenzubauen. Nice, Mann, Seedorf direkt am Start als Mittelfeldspieler und der wird gelinkt zu Lukaku, Immobile oder Costa. Das ist jetzt natürlich eine schwere Entscheidung. Lukaku ist dieses Jahr ein Beast. Immobile hat hier eine geile Inform-Card und Diego Costa ist einfach so krank geboostet wegen seiner Halloween-Card, dass wir eigentlich Diego Costa wirklich nehmen müssen. Ab geht's, 91 Tempo, 90 Schuss. Da führt nicht viel dran vorbei. Weiter geht's auf dem linken Flügel. Nein, man sieht schon an der Animation, das werden Non-Rares. Bitter, direkt in der Startelf schon Non-Rares zu kriegen. Ist ein bisschen broke, aber Hesse ist für Non-Rare gar nicht mal so schlecht. Dann gehen wir auf den anderen Flügel, rechter Flügel. Hoffentlich ein guter Spieler. Ja, und das ist eine nice Auswahl. Aspas hätte sogar einen Strongling zu Diego Costa, aber Aspas ist halt kein guter Flügelspieler. Ich nehme hier lieber mal Sterling und dann schaue ich, dass ich im rechten ZDM einen von City habe. Und dann ist alles easy. Dann kommt trotzdem jeder auf gute Chemie. Linker zentraler defensiver Mittelfeld. Wieder Non-Rare oder was? Ey, EA anders geizig gerade. Ist egal, wen wir hier nehmen. Der wird sowieso nicht Stamm spielen. Und jetzt ein von Man City hier. Nein! Wieder Non-Rares! Was ist das denn? Das ist ein Skandal, was wir hier bekommen. Da nehme ich den einzigen Rare mit, aber der wird auch nicht spielen. 3 Spieler an der Startelf sind gut. Die anderen 3 bisher sind absolut Quatsch. Die sind auf jeden Fall nicht so gut. So, Linksverteidiger. Was geht hier? Vielleicht Roberto Carlos. Ja, fast auf jeden Fall. Wir kriegen ein paar Spieler, aber ich weiß halt nicht, wen ich jetzt nehmen soll, weil ich nicht weiß, mit welcher Nation wir am Ende links gehen. Ich nehme einfach mal Marcos Alonso, denn der ist zum einen Spanier und spielt in der Premier League. Das heißt, der linkt die wichtigsten Sachen, womit wir eventuell gehen würden. Rechtsverteidiger, weiter geht's. Wer kommt hier? Wir haben einen Inform am Start. Wir haben 2 Informs, aber beide bringen nicht wirklich viel. Am besten wäre einer aus der Premier League. Da haben wir aber gar nichts am Start. Meunier könnte man mitnehmen, wenn man hofft, dass man im Mittelfeld einen Belgier kriegt. Komm, wir nehmen einfach Meunier mit. Das ist gerade richtig schwer, hier was Gutes aufzubauen, weil die Spieler, die wir bekommen, jetzt auch nicht unbedingt die krassesten sind, aber der Innenverteidiger hier, der gefällt mir sehr gut. Alderweireld passt sogar zu Meunier, genau wie Kompany, aber Alderweireld ist schneller. Also kommt der in unser Team. Daneben kommt hoffentlich wieder ein guter Gordi 91. Auf geht's, falls wir links mit der La Liga gehen. Oder wir bauen hier komplett Premier League. Boah. Godin ist viel besser als David Luiz, aber man muss einfach auf Chemie achten in FIFA, sonst sind die Spieler schlecht. Deshalb, sorry. David Luiz wird mitgenommen. Dann noch ein Premier League Keeper. Und dann, ja, passt es auf jeden Fall. Sieht nice aus. Ederson ins Tor. Der spielt meistens auch ziemlich gut. Sehr gute Keeperwahl hier und ja, defensiv geht das auf jeden Fall. Wir müssen die beiden ZDMs und den linken Flügel umtauschen. Dann haben wir eine ziemlich geile Mannschaft rundherum um unsere Ikone Seedorf. So, Ersatzkeeper.
wird Navas sein formal. Eventuell wechseln wir den ein, ist aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Jetzt geht es um die Ersatzverteidiger. Hier haben wir eine Champions League-Karte. Tagliafico ist ein guter Spieler, könnte man theoretisch einwechseln. Ich muss aber schauen, ob ich vielleicht hier einen anderen Rechtsverteidiger nehme. Aurier hätte nämlich einen Strongling zu Alda Weireld. Mache ich einfach mal. Dann haben wir schon 91 Chemie und gehen straight auf die 100 zu, die wir hier auf jeden Fall haben wollen. Dann nehmen wir hier Hernandez nochmal als Reservespieler mit. Und jetzt wird's wichtig. Die nächsten vier werden offensivere Spieler. Und da sollen gute Sachen jetzt kommen. Und wir kriegen wieder Non-Rares. Zu krank, als ob davon irgendjemand spielen würde. Absolut komisch. Bitte, jetzt ein bisschen besser zumindest. Ja, Mann. Perisic ist ein mega geiler Spieler. Ist aber leider linkes Mittelfeld, nicht linker Flügel. Saúl könnte man schon auch irgendwie einbauen. Der Spanier passt zu Alonso. Komm, wir nehmen Saúl mit und stellen den einfach mal hier hin. Ist ein Downgrade für die Chemie, das auf jeden Fall. Aber theoretisch könnten wir dann auch Seedorf mit ihm tauschen. Das wird die Chemie wieder hochhauen. Also das gucken wir alles am Ende. Weiter geht's mit dem nächsten Spieler. Wo bleiben denn die Kracher für den Flügel? Und da haben wir den Kracher für den Flügel. Salah. Richtig, richtig gut. Den könnten wir auch links außen theoretisch spielen lassen. Aber, ja, das ist noch nicht sicher. Und das sieht auch nochmal sehr, sehr nice aus. Und da sind die Premier League-Spieler. David Silva wird hier mitgenommen, wird hier reingestellt. 100 Chemie, ganz easy. Und ich denke, so gut wie jeder Spieler, fast auf voller Chemie gerade, kommt der linke Flügel. Der wird jetzt noch umgetauscht. Das wird wichtig. Da wollen wir jemand anderen haben. Gonzalo Guedes wäre schon mal auf jeden Fall eine deutlich bessere Option und würde auch sehr gut reinpassen. Ich mag das Team bisher. Sehr, sehr freshes Team. Okay, diese Silberspieler hier, die feiere ich nicht so sehr. Aber damit kann man spielen. Mal gucken, was jetzt noch auf die letzten drei Spieler hier kommt. Mares Wants to Watch. Auch ein sehr fresher Spieler. Dann als nächstes ein paar Inform-Karten. Da nehmen wir Nani mit, weil der gut tricksen kann. Und die letzte Spielauswahl kommt. Und wir haben hier nochmal sehr nice Spieler, die aber alle nicht, doch in die Startelf kommen. Wir nehmen Marcelo, tun ihn auf die Linksverteidigerposition und trotzdem hat jeder Spieler in diesem Team so gut wie volle Chemie, außer halt die, die nicht perfekt auf der Position spielen. Aber von den Links her ist das perfekt gemacht. Ich habe auf jeden Fall Bock, mit diesem Team zu spielen. Icon Draft Challenge wäre gepackt. Ich habe bei anderen gesehen, dass sie dafür schon ein paar mehr Versuche gebraucht haben. Ja, wir nehmen direkt die Icon Seedorf mit und wir werden gleich switchen in-game, dass Seedorf im ZOM spielt. Dann kann er uns nämlich von dort aus zeigen, was er kann. Und bin gespannt, was er drauf hat. Eventuell gönne ich mir den ja danach für mein Team, wenn er mich richtig überzeugt. Hier ist das Team unseres Gegners und er hat auf jeden Fall keine Ikone am Start. Gute Spieler, viele aber out of position, wie beispielsweise Hazard oder Sané. Ah, ich glaube, wir haben ein besseres Team. Das sollten wir gewinnen. Und Seedorf, das ist der Call, macht mindestens ein Tor. Diego Costa, Sterling, Seedorf, David Silva. Ich denke, unser ganzes Team ist ready, um in diesem Draft-Game zu zeigen, was die Spieler drauf haben. Guckt euch das an. Deswegen mag ich Sterling. Der ist einfach so ein ganz eigener Typ. Der hat einen ganz eigenen Laufstil. Dann haben wir hier jetzt schon Seedorf am Start. Und es hat geleckt. Ich schwöre, der wird drin. Ja, okay, vielleicht nicht, aber ey, so ein Lag mit einem Schuss ist dreist. Costa mit der Fake-Shot. Gibt den auf Seedorf wieder. Der hat 4 Sterne Weak Foot, aber ich teste seinen linken Fuß trotzdem. Junge, ich kaufe den. Nochmal in die Mitte, nochmal auf Guedes. Nochmal in die Mitte, nochmal auf Guedes. Ah, Orange nur, schade. Den Eckball bringen wir mal auf Seedorf. Mal gucken, ob er in der Luft auch so ein Tier ist. Und irgendjemand anders klaut den Ball und macht ihn fast rein. Guter Versuch auf jeden Fall. Saúl ist Linksfuß. Let's go. Was ein Ding. Ich feier den. Es sieht einfach so nice aus, wie der dribbelt und skillt. So, schöner Pass. Ball geht in die Mitte. Rückraum. Costa vorne. Mit über 90 Schuss ist das auch ein Tor. Ab geht's. Das gibt den Rage-Quit unseres Gegners. Das war eine fixe Partie. Das heißt, wir suchen uns gleich mal noch einen Gegner raus. Der nächste Gegner ist am Start. Der hat auch keine Ikone. Also ich denke, das ist spätestens jetzt ein Zeichen, dass wir Glück hatten, dass wir Seedorf bekommen haben. Sein Team sieht auch ganz nice aus. Hat aber auch 84 Chemie wie der Gegner davor. Das ist doch nicht schwer, 100 Chemie bei einem Draft zu kriegen eigentlich. Okay, erste Chance der Partie hat unser Gegner und unser Torwart ist da. Zweite Chance der Partie haben hoffentlich wir, Guedes. So, spin in die Mitte, timed
Und der Verteidiger hat den anders entschärft. Die warten da gut auf uns. Die sind am Lauern. Aber wir sind am Kombinieren. Und wir werden gefoult. Was geht jetzt ab? Hey, der macht fast ein Eigentor. Ich glaube, der wusste selber nicht, was gerade los ist. So, Sterling. Zieht hier nach hinten. Ball geht auf. Wer ist das? Silva? Dann brauchen wir den auf links. Oh, der hat schon Glück ein bisschen, ne? Könnte schon 1-0 stehen jetzt. Guedes macht es gut. Seedorf. Oh. Seedorf! Ich wusste, dass der drin ist. Sowas lässt sich die Kohle nicht nehmen. Ich muss sagen, das Draft macht mir gerade echt Bock. So mit mega vielen Spielern, die ich noch nie gespielt habe. Die hier alle mal zu testen. Ist ziemlich nice. So, Aurier auf Silva. Rüber. Nach außen. Guter Fake-Shot. Dann geht der nochmal auf die andere Seite. Ja, kann man reinmachen als Angreifer, aber muss man nicht. Da müssen wir uns was überlegen, wie wir jetzt trotzdem noch den Ball in die Spitze bekommen. Ah, Seedorf bietet sich an. Whoop. Seedorf! Schade. Ey! Teller ist jetzt für den Gegner und der stratzt den 16er. Den bringt er rein. Den schießt er einfach rauf. Oh, einen in die Mitte. Und ein nach vorne. Seedorf! Und obwohl ich nicht grün treffe, macht er den von dort. Ich finde, in Drafts passieren echt ab und zu Sachen, die man sonst nie sieht in FIFA. Ich meine, wie oft sieht man es, dass ein Spieler am Ball vorbeitritt? Eigentlich nie. Und hier im Draft passiert es kurz. Kurzes Eck. Oh, der Keeper hat den gehalten. Skandal. Der ist auch nicht drin, oder was? Geht doch, 13-0. Ah, da habe ich ein bisschen offensiv verteidigt. Ich dachte nicht, dass da ein hoher, langer Ball kommt. Hat der Gegner gut gemacht. Flanke auch gut. Glück. Ja, das sieht wieder nach einem guten Angriff aus. Ah, und dann ist vorne leider keiner gelaufen. Da hätte man den perfekten Dreieckspass spielen können. Sterling! Oh, grün! Junge, einfach so ein Volleypfosten rein. Top. Neymar macht Sachen für den Gegner. Da macht er einen Finesse. Ja, Torwart steht schon lange in der Ecke und der Finesse kam eben nicht so stark. Silva macht es gut. Und wir probieren nochmal was mit Seedorf. Einfach kurzes Eck. Der hat 87 Schuss einfach. Das ist ehrlich so viel und so krank. Da ist man echt am Überlegen, ob man sich diesen Seedorf einfach gönnt. Weil, also wie der hier spielt, kann der nicht verkehrt sein. So, der Pass war nicht so geil von Costa. Aber das Ganze kriegen wir trotzdem ausgespielt. Nochmal ablegen. Grün. Ja. So, Neymar jetzt. Ah, hat unser Torwart. Das ist jetzt zumindest nochmal die Chance für Seedorf, was Geiles rauszuhauen. Oh, der kam nicht schlecht. Und da hat der Keeper seine Probleme mit gehabt. Leider kein Tor. Oh. Elva. No, den kann man geben, Rev. Den kann man geben, schade, Mann. Komm, Seedorf, zeigt defensiv auch was. Tier, GG. Das müsste der Abpfiff sein. Wir sind schon eine Minute drüber. Ref gönnt wohl noch. Oh, hätte ich den Grün getroffen, das wäre sogar noch ein Tor geworden. Aber ich habe zu spät gedrückt. Passt, 6-0 nehmen wir mit. Match hat richtig Bock gemacht. Seedorf, Man of the Match. Das macht einfach so viel Spaß, in Drafts neue Spieler zu testen. Erst recht jetzt mit den Ikonen. Hier seht ihr nochmal unser Draft-Team. Es sieht gar nicht mal so speziell aus. Wir haben auch nur zwei Special Cards in der Startelf, aber es lässt sich einfach wirklich richtig, richtig geil spielen. Und das war's noch schon soweit zur Icon Food Draft Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dadurch weiß ich dann auf jeden Fall auch Bescheid, dass ihr Bock habt, dass ich öfters mal so ein Draft für zwischendurch raushau und dort neue Spieler teste. Ich bin raus, Leute. Macht's gut und ciao.